bitches ask me why I hang around with killers. When I'm from the press, I say they keep shit realer. Flyer than a simple bitch, I'm a night rider. We got a hot cop and fly right by her. Pass me my blunt, now pass me my light truck. Didn't have that good shit, that shit is that boom. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle auf das AEG-Gelände gekommen seid. Mein Name ist Justus Toussaint, ich bin Ihr Moderator und wir wollen heute über Kunst und Kultur sprechen und wir haben hier eine Menge äußerst, habe ich dich verdeckt, eine Menge äußerst interessanter Gäste für euch klargemacht, die viel zu dem Thema zu sagen haben und die gerne mit euch diskutieren wollen. Und das Publikum wird auch noch herzlich eingeladen sein, seine Meinung kundzutun. Alles klar, fangen wir an. Es soll hier um Kunst und Kultur gehen. Deshalb möchte ich gleich meinen ersten Gast vorstellen. Du bist Marlene Döring. Du studierst Kunstgeschichte und bist fast fertig. Und zeichnest dich aus durch dein kuratorisches Engagement. Das heißt, du hast, ich glaube, auch hier auf dem Gelände schon Ausstellungen gemacht, richtig? Und pflegst auch den Kontakt zu vielen bildenden Künstlern. Willst du mal erzählen, was du genau machst? Ja, zum einen natürlich, was du gesagt hast, da hast du recht, auf jeden Fall. Kuratorische Praxis bedeutet in einer gewissen Art und Weise, dass ich mich mit den Künstlern und der Ausstellung beschäftige. Das heißt, ich bringe die Künstler zur Ausstellung und versuche eben den Prozess daran zu begleiten. Und interessanterweise war vor, ich glaube, knapp 6 Monaten hier offen auf AEG. Und da hatte ich auch mit dem Quelle-Kollektiv, also den Künstlern, die drüben in der Quelle arbeiten und auch manchmal wohnen, die haben praktisch, wollten sich repräsentieren und wir wurden angesprochen und haben gesagt, ja super, das machen wir, wir versuchen euch zu repräsentieren in einer Gesamtausstellung. Und es waren 1000 Quadratmeter Fabrikhalle, die man mit Kunst füllen konnte und das war extrem ansprechend, ja. Und deine Aufgabe war es, die Künstler unter einen Hut zu bringen? Genau. Also man muss sich vorstellen, dass man 4 oder 5 verschiedene Genrearten hat. Das heißt, man hat von Druckgrafik bis Glasplastik zum Beispiel. Und das muss man jetzt alles in einen sehr offenen, also so wie hier ähnlich, sehr offenen Raum bringen. Und natürlich auch versuchen, den Besucher in einer gewissen Art und Weise zu führen. Also dass man nicht sagt, man kommt rein und ist erschlagen von allem, weil die Kunst so prägnant und so präsent ist, sondern man kommt rein und hat natürlich verschiedene Blickpunkte und das muss man versuchen zu richten und das ist unsere Aufgabe. Also, okay, genau. Das klingt sehr ähnlich, was wir hier gerade machen. Genau. Nur, dass wir nur einen Blickpunkt haben, genau. Nicht hier vorne. Ja. Wir haben auch ganz viele verschiedene Künstler hier. Genau. Also wir haben zum Beispiel eine Kletterer, eine Bloggerin, Musiker und dich als Kunstexperte. Wenn du Ausstellungen machst, dann stell dir jetzt mal vor, wir wären auch eine Ausstellung. Wie würdest du uns als Ausstellungsobjekte platzieren? Würdest du was ändern oder haben wir es gut gemacht?
stellen wir uns einen Raum wie diesen hier vor? Ja, hier, genau hier. Wie würde ich euch platzieren? Also ich würde die Bloggerin natürlich etwas versteckt setzen. Ich sag einfach, dass wir es gut gemacht haben. ja. Also es ist was anderes, Menschen zu platzieren als Kunstwerke. Okay. Darauf kommst du ja irgendwie in der Gesellschaft raus. Aber es ist natürlich sehr schön gemacht. Hier okay. entstanden geht. Also wir sind alle nämlich ganz gut in der Reihenfolge platziert worden und jeder ist zu sehen. Also das war jetzt das Lob an uns. Applaus, hallo. wenn du mir das aussuchen könntest, also wenn du jetzt nochmal eine Ausstellung machen könntest, was wäre für dich ein richtig spannender Ort, um das zu machen, wenn du die freie Wahl hättest? Ich würde es gerne mal in einem abgelegenen Tunnel machen. Okay. Also weil man hat diese, also normalerweise, wir kennen das, viereckige Räume oder quadratische oder meinetwegen auch rechteckige. Aber runde Räume, also beziehungsweise eine abgerundete Form, ist extrem schwer zu handeln und extrem schwer irgendwie auch zu führen. Also das heißt, man müsste Barrieren einsetzen oder Kunstwerke verschachteln und das ist, glaube ich, so wirklich dieses Niveau. Also und da möchte ich irgendwann mal hin, also irgendwann der Tunnel. Okay. Also du würdest es dir sogar also selber schwer machen, genau, dass du möglichst viel zu tun hast. Natürlich. Man muss ja immer den Anspruch hochhalten. Ja. Bei den Ausstellungen, die ihr jetzt gemacht habt, wen versucht ihr damit zu erreichen? Also du hast ja gesagt, die Initiative ging von den Künstlern aus, aber ihr braucht ja auch ein Publikum wahrscheinlich. Exakt, genau. Also da es Künstler aus dem Großraum Nürnberg waren und offen auf AEG, hat so um die, ich glaube, 32.000 Besucher an diesem Wochenende immer. Mhm. Das heißt, da ist hier alles offen, überall sind Ateliers offen, Ausstellungen. Und damit versuchen wir natürlich, die Leute zu erreichen, die hier sind. Aber auch in einer gewissen Weise vom Alter her eben besonders so Generationen wie ihr, sage ich jetzt mal. Okay. Also das heißt, wir versuchen schon mit der Art der Ausstellung die Leute anzusprechen, die sich fürs Kulturwochenende entscheiden. Und mit welchen Mitteln? Was sind die Sachen, die uns ansprechen? Das ist zum Beispiel eine gewisse Art von klarer Eleganz. Also so was ganz Klassisches, aber was dann wieder mit einem Neuen kombiniert wird. Also das heißt, dass man eben so eine weiße Fabrikscharmhalle hat, die denkmalgeschützt ist und dann hängt man da ganz verrückte Druckgrafik rein oder ganz verrückte Rauminstallationen mit Video und allem Möglichen. Und das bringt natürlich viele Leute dazu, erstmal in den Raum reinzugucken und sich dann zu entscheiden, gehe ich rein, schaue ich mir an oder gehe ich weiter. Und das haben wir eigentlich ganz gut geschafft. Also die Resonanz war sehr gut. Okay. Willst du als Szenenbildner bei TV anfangen vielleicht? Das ist ein tolles Angebot. Aber ich glaube... Ja, okay. Na gut, schade. Ich dachte, wir könnten dich abgewinnen. Du hast uns erzählt, du hast noch ein zweites Herzensthema, und zwar die Mode. Und du hast uns den schönen Satz gesagt, man könnte die Mode bezeichnen als Fluchtpunkt in einer Welt, in der zuweilen nur noch Geld den Ton anzugeben scheint. Ein Statement über das Ich. Also die Mode ist ein Statement über das Ich. Mhm. Das würde ich gerne zur Diskussion stellen. Was haltet ihr davon? Ich finde den Satz sehr kritisch. Ja, oder willst du dich erstmal erklären? Ich muss lachen in einer gewissen Art und Weise, weil es ist natürlich in sich eigentlich schon wieder ein Widerspruch, weil Mode wird ja auch durch Geld finanziert. Das muss man schon mal klarstellen. Das war auch mein erster Gedanke. Aber das ist ja auch deshalb so interessant, weil es ein Satz ist, der provozieren soll. Und für mich ist Kunst zum einen natürlich, wie wir gerade über Kunst gesprochen haben, und Mode eben diese intellektuelle Droge, sage ich jetzt mal, um aus diesem trivialen Alltag zu kommen und zu sagen, okay, ich ziehe mir heute dieses grün gepunktete Kleid an und setze mir den lilanen Hut auf, weil ich habe keinen Bock auf drögen Alltag. Oder ich gehe heute in die Kunstausstellung, weil ich habe keinen Bock auf drögen Alltag. Und das ist sozusagen was wir uns leisten können, zum einen natürlich in unserer Welt hier, wo wir leben, aber zum anderen auch, was wir uns leisten müssen, um nicht unterzugehen. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Aber wenn du jetzt den grün gepunkteten Rock anziehst, den hat ja auch irgendjemand anders gemacht und der wurde ja wahrscheinlich auch tausendfach irgendwo hergestellt. Kommt drauf an, du kannst ja natürlich auch den grün gepunkteten Rock selber machen. Habt ihr euch schon mal was selber gemacht? Hast du dir schon mal was selber gemacht? Ja, ich habe diverse Kleider selber genäht, ja. Okay. Und ihr habt die Mützen designt, gell? Ja, wir stellen unser eigenes Merchandise her, beziehungsweise Customizing.
Sie hat zum Beispiel die Werke selbst gemacht. Meine Frau hat ja auch ziemlich viel mit Fashion schon zu tun gehabt und hat auch viele Einblicke, was das Ganze angeht. Und man kann auch mit wenig Geld, natürlich ist immer irgendwo Geld vonnöten, ja, um irgendwas zu machen, weil dann muss ja auch das Geld fürs Material da sein irgendwo. Aber man kann auch mit wenig Mitteln viel Effekt rausholen. Und man muss nicht mit der Masse schwimmen, um sich abzuheben, wenn man das möchte. Also die wenigsten trauen sich, sich von der Masse abzuheben. Sondern wollen einfach nur mitschwimmen, habe ich den Eindruck. Also, man kann mich jetzt auch korrigieren, ja. Und ob das jetzt Musik ist, ob das jetzt Mode ist oder allgemein im Alltag, die meisten laufen mit dem Kopf nach unten herum wieder, ja, um ja nicht aufzufallen, ja. Und ja, ist so, ja. Und andere hingegen wollen sich abheben und ein Statement geben. Ja. Es ist natürlich keine Verpflichtung, sich statementmäßig hervorzutun, denke ich, auf einer gewissen Art und Weise, wenn jemand eben, das ist für ihn vollkommen okay und das ist nicht in seinem Bewusstsein verankert, aber für die Leute, die das ein Bewusstsein werden könnte oder die Lust dazu haben, ist es natürlich ein wunderbarer Weg, sich selbst auf eine gewisse Art und Weise zu beflügeln oder sich selbst auszudrücken. Okay. Sollten mehr Menschen diese Mützen tragen? Mit Sicherheit, ja. GoldenBlackEntertainment.com, ja. Nein, das steht im Vertrag. Ich entschuldige mich. Vielmals. Nein, also es bleibt natürlich jedem selbst überlassen, was er anzieht, was ihm gefällt. Und wir leben in einer freien Welt, zumindest teilweise. Ja. Und jeder kann selbst entscheiden, was er möchte, welchen Trend er mitmacht oder ob er gegen den Trend schwimmt. Und deswegen ist das ja das Schöne an Mode, dass man sich eben selbst entscheiden, bewusst entscheiden kann, zumeist ja, auch wenn die Modeindustrie natürlich auch Themen vorgibt, zumeist ja, dem wir dann meistens natürlich auch irgendwo folgen, unbewusst oder bewusst, ja, wenn man bei H&M einkauft, schwimmt man auch irgendwo mit. Egal, ob man jetzt bei Gucci einkauft, dann ist das wieder ein anderer Trend, ja, den man da drin kommt. Anderer Strom, in dem man schwimmt, ja. Und jeder ist irgendwo mit drin, keiner entkommt den Ganzen, weil wer setzt sich schon zu Hause hin und näht sich seine Klamotten selbst. Da ist oftmals die Zeit aber nicht da oder das kreative Verständnis, wenn ich das so sagen darf. Und dann muss man halt sich irgendwo anpassen. Wäre das auch ein Strom, in dem man mitschwimmt, wenn man sagt, ich nähe mir meine Klamotten nur noch selber? Würde ich jetzt nicht sagen, weil ich sag mal, die kleinere Masse macht sowas. Natürlich ist es irgendwo auch ein Strom, weil es gibt auch Designer. Und ohne die Designer würde die Modeindustrie auch nicht existieren, so wie sie es jetzt tut. Und man kann alles als Strom bezeichnen. Als kleinerer Strom, größerer Strom und zum größten Teil schwimmen wir halt im großen Strom. Also die Menschheit an sich schwimmt halt im großen Strom. Ja, damals, als wir in der Urzeit gelebt haben, da gab es halt Tiere, die wir erlegt haben, damit wir halt warm waren und da war das alles zweckmäßig. Und heutzutage ist es halt ein Statement, es ist einfach, um cool und schick zu sein, ja, da nehme ich mich jetzt auch nicht aus. Ist einfach so, ja. Ja, da möchte ich nochmal einhaken, weil es ist auch einfach irgendwie eine Art von Luxus, klar. Es ist Luxus, ja. Genau, und interessanterweise, also ohne das jetzt so bewusst tun zu wollen, dass man jetzt komplett verneint und sagt, ich nehme mir jetzt nur noch meine Sachen selbst aus, Altkleidersachen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber man kann ja auch mittlerweile irgendwie zurückgreifen auf Designer. Also zum Beispiel das, was ich jetzt anhabe, das Jackett ist aus Hanf und der wurde in Deutschland produziert. Das Jackett wurde in Deutschland produziert und ist trotzdem von einem namhaften Designer. Okay. Und das ist halt auch so eine Möglichkeit, wo ich immer versuche, okay, ist nicht die Industrie schuld, sondern es sind auch wir als Konsumenten, die da nicht drüber nachdenken. Wenn man halt lieber die Hose für 3 Euro hat als für 40 und die hat man dann, weiß der Geier, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Du meinst jetzt den Nachhaltigkeitsgedanken, genau, oder? Dann muss man das auch selber entscheiden. Also Das ist so eine Sache, die man für sich entscheidet, denke ich. Ja, ganz klar. Ja, dann möchte ich euch aber trotzdem nicht den nächsten Gast vorenthalten. Und zwar Alex Megos. Du bist Kletterer und Boulder, richtig? Habe ich das richtig verstanden vorhin? Du musst gleich nochmal genau erklären, was das ist. Du hast auch, du warst 2009 und 2010 Jugend-Europameister im Klettern, was ja eine beachtliche Leistung ist. Und in vielen Quellen wurde mir auch gesagt, man wird wahrscheinlich noch viel von dir hören und du wirst in den kommenden Jahren ganz oben sein. Das ist ja offen. Ja, deshalb sind wir froh, dich hier zu haben. Erzähl nochmal genau, was du machst.
Also ich bin jetzt, seitdem ich fertig bin mit der Schule, habe ich mir gesagt, naja, jetzt machst du jetzt erstmal ein Jahr frei und gehst klettern, dein Hobby quasi. Mhm. Das hat sich dann, nachdem ich einen Trip nach Spanien gemacht habe, so ein bisschen gewandelt. Da gab es dann, habe ich dann eine Route geklettert und es gab dann relativ viele ja, Medien, die dann darauf eben scharf waren. Und es hat sich dann so ein bisschen gewandelt, dass ich... Wieso waren die Medien gerade da drauf scharf? Es war halt eine relativ schwere Route und ich habe diese Route im ersten Versuch, ohne die Route vorher zu kennen, durchgeklettert. Und dieser Schwierigkeitsgrad wurde eben, also man nennt es eben diesen Style, das so zu klettern nennt man On-Site. Und es hat eben noch nie jemanden gegeben, der diesen Schwierigkeitsgrad geon-sided hat. Okay. Und dadurch bin ich dann mehr oder weniger ein bisschen bekannt geworden und habe mich deswegen halt jetzt entschlossen, mal auf unbestimmte Zeit auf Profikletterer zu machen. Okay, also du hast gar nicht angefangen zu studieren, sondern straight den Berg hoch. Ich habe noch nicht angefangen zu studieren, genau. Okay. Das muss ich jetzt noch anfügen, noch nicht, damit meine Eltern auch beruhigt sind. Okay, alles klar. Willst du sie noch grüßen vielleicht? Ja. Okay, ja, das war, ich hab zwei kurze Fragen für dich. Warum Klettern und nicht E-Gitarre? Weil ich vielleicht nicht musikalisch begabt bin. Hast du schon mal probiert? Ich habe schon mal Klavier gespielt. Okay. 10 Jahre sogar, aber da habe ich keinen Fortschritt mehr gemacht, weil es hat sich mit dem Klettern nicht so gut vertragen. Die Klavierlehrerin hat immer gemeint, ich soll die Finger schneller bewegen, das ging halt nicht mehr. Okay. Und ich weiß nicht, ich habe auch viele Sachen früher ausprobiert, verschiedene Sportarten, aber ich bin dann doch beim Klettern hängen geblieben, weil mir das einfach am meisten Spaß gemacht hat. Okay. Ja, wir reden ja jetzt hier über Kultur oder Jugendkultur auch. Würdest du sagen, Klettern ist schon ein Lifestyle irgendwie? Oder definitiv. Für dich oder auch für andere? Für mich als auch für andere. Also das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren ja, entwickelt, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt vor 30 Jahren anschaut, wer geklettert ist und wie viele Leute geklettert sind, dann war es eher so ein bisschen Individualsport, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Aber dadurch, dass jetzt auch dieses Aufkommen der Kletter- und Boulderhallen eben jetzt vermehrt, dass die jetzt vermehrt aufkommen, ist es definitiv zu einem Lifestyle geworden, den jetzt auch mehrere Leute betreiben. Okay. Und hat halt verschiedene Merkmale. Ich meine, Kletterer ziehen sich auch anders an. Oder es ist, geht halt eine ganz bestimmte Richtung. Wie ziehen die sich an, wenn wir jetzt gerade schon bei der Mode waren? Naja, beim Klettern ist es hauptsächlich ja relativ bunte Klamotten. Viele haben auch beim Klettern eine Jeans an oder eher so eine. Das ist jetzt nicht diese typische Adidas-Sporthose jetzt zum Beispiel. Das ist meist ein T-Shirt oder ein Top für die Mädels und eine relativ relaxte Hose. Okay. Und also Schuhe, Kletterschuhe natürlich, wobei ich jetzt auch Handschuhe anhabe zum Beispiel. Gibt es da auch was, wo man sich, wie wir das gerade hatten, dass man sich hervorhebt? Also dass du sagst, ich möchte nicht mit dem Strom der Kletterer mitschwimmen, sondern was Eigenes machen? Ach, das kann man sicherlich machen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anzieht wie die Kletterer vor 30 Jahren, dann schwimmt man nicht mehr mit dem Strom mit. Gibt's das? Nee. Also, wenn ihr das sehen würdet, so möchte sich, glaube ich, keiner mehr anziehen. Wir waren dann in also wirklich knallbunten, engen Leggings unterwegs. Okay. Und so zieht sich halt heute keiner mehr an, auch nicht, um gegen den Strom zu schwimmen, glaube ich. Okay. Würdest du sagen, das ist, zählt auch zu einer Kunst, das Klettern? Na, definitiv. Das ist eine Kunst. Das ist ja auch so eine Art, sich auszudrücken, so ein bisschen. Und ich meine, es sieht auch öfter mal schön aus, wenn man da Wand ist. Insofern kann man das schon als Kunst bezeichnen. Okay. Das kann man natürlich auch verbinden mit anderen ja, Kunstsachen, sage ich jetzt mal, mit der Fotografie zum Beispiel. Mhm. Oder mit dem Film, da lässt sich das ja super gut verbinden. Da kann man natürlich schon ein Kunstwerk kreieren. Dass du selber fotografierst von entlegenen Orten? Oder? Genau. Okay. Da macht quasi der Kletterer noch so ein bisschen das Tüpfelchen auf dem i aus, wenn das halt ein schönes Landschaftsbild ist, wo halt noch irgendwo ein Kletterer drin hängt. Okay. Und würdest du sagen, es gibt auch ein Publikum dafür? Also gibt es nur die Leute, die aktiv in dieser Kunst tätig sind, nämlich indem sie selber klettern? Oder gibt es auch Leute, die das einfach nur konsumieren und anschauen? Also es gibt hauptsächlich Leute, die da ja, klettern, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Dass jetzt jemand, wie zum Beispiel jetzt beim Formel 1, dass man jetzt sagt, man schaut sich jetzt Formel 1 an oder so, da fährt ja keiner von den Formel 1, aber jeder ist da quasi involviert mit, jeder schaut zu. So ist es beim Klettern noch nicht. Also es sind schon hauptsächlich Kletterer, die dann ja, in der Szene mit drin sind oder Kletterfilme anschauen. Alles klar. Okay, dann einen Applaus bitte für Alexander Mörders. Dann möchte ich zu meinem nächsten Gast kommen, Bianca Taube, sie ist Bloggerin. Sie bloggt über Fotografie hauptsächlich, das ist so ihr Kernthema, aber auch Lifestyle.
Zum Beispiel auch, nämlich Essen oder ganz alltägliche Dinge, wenn man ihren Blog ein bisschen anschaut. Sie macht das jetzt seit etwa 3 Jahren, richtig? Was ist dein Anliegen mit dem Blog? Mein Anliegen ist eigentlich relativ persönlich. Das heißt, es ist für mich so eine Art Tagebuch, in dem ich einfach festhalte, was ich gemacht habe. Und weil ich so ein bisschen Mitteilungsbedürfnis habe, stelle ich das natürlich online und lasse alle anderen Leute auch gern daran teilhaben. Also, okay. Ja. Und was interessiert die anderen Leute daran oder wen interessiert es? Es ist ganz verschieden, mein Publikum. Meistens sind es Mädels, die halt auch gerne lesen, was ein anderes Mädel im Internet so treibt. Ja, ich poste auch Rezepte, davon profitieren sie eigentlich auch, dann von meinen Bildern. Ich weiß nicht, sowas guckt man sich auch gerne an. Also ich lese ja auch andere Blogs, weil ich es einfach schön finde zum Anschauen und auch die Person dahinter auch interessant finde, wenn sie es, also nicht immer, aber meistens. Und ich glaube, davon profitieren die Leute auch. Also ein bisschen sich Auszeit nehmen, sich da mal hinsetzen an den Computer und einfach mal schauen, was andere Leute so machen. Ich meine, das findet, glaube ich, jeder interessant, was okay. So der Menschenleben antreibt. Du hast mir mal gesagt, du hast so ungefähr 500 Follower, ne? Es sind, ja, ungefähr, sagen wir 460. Kommt besser. Ja, mein Gott. Okay. 500 ist ein bisschen übertrieben, ja. Aber Mensch, ja, das Publikum wird sich das sicher später anschauen. Dann knacken wir die 500. Genau, die knacken wir zusammen. aber denkst du, dass du dadurch, dass du eben Leute hast, die sich das anschauen und das lesen, dass du eben zu der Kultur oder das, was unsere Generation prägt, dazu beitragen kannst? Ja, ich denke schon. Also wahrscheinlich jetzt nicht so gravierend, aber dadurch, dass die Leute das ja konsumieren, nehmen sie ja was auf. Und nehmen auch was mit, also werden vielleicht auch inspiriert, das hoffe ich zumindest. Mhm. Und haben vielleicht auch einfach einen schönen Moment oder freuen sich einfach mit vielleicht, wenn irgendwas gut war. Also ich glaube schon, dass man, wenn man im öffentlichen Leben steht, was ja im öffentlichen Leben steht. 460 aber, Leute. Ja, dass man dann schon einen gewissen Einfluss hat, das glaube ich schon, ja. Okay. Darf man aber auch nicht überbewerten. Aber man muss aufpassen, was man schreibt, teilweise. Wieso? Ja, es kommt schnell falsch rüber, Leute nehmen sich sowas, also nehmen sich Sachen schnell zu Herzen, es ist dann doch irgendwie persönlich, Internet ist ja auch anonym. Die Leser nehmen Sachen persönlich, ja, okay. Das ist tatsächlich so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was schreibe, was mich aufgeregt hat, da muss ich immer ganz aufpassen, wie ich es formuliere, weil dann heißt es, ja, du kannst es nicht pauschalisieren, es sind nicht alle so, du musst Rücksicht nehmen auf den Einzelnen, so nach dem Motto, und okay. Da muss man schon gucken, was man schreibt. Ja. Musst du dich verstellen, wenn du das sagst, du musst aufpassen? Weil gerade wenn du sagst, es ist was Persönliches, dann müsste es ja eigentlich immer gerade raus ich versuch deine so, Meinung sein. Ja, stimmt, ich versuche so zu bleiben, wie ich bin. Okay. Aber man muss auch sagen, dass man schon sehr selektiert, was man veröffentlicht und dann ein anderes Bild vielleicht kreiert, als das, was die Leute haben, die einen persönlich kennen. Ja. Okay. Ich würde gerne mit dir eine Schnellfragerunde machen. Okay. Ich habe 4 kurze Fragen und ich will 4 kurze Antworten haben, okay. Bitte, wenn es geht. Warum fotografieren und posten alle Leute immer ihr Essen? Um andere neidisch zu machen, glaube ich. Ja. Um andere neidisch zu machen? Okay. Warum fotografieren sich so viele Leute vor dem Spiegel? Selber. Also meinst du jetzt das von wegen, also man sieht, dass es im Spiegel gemacht wurde. Also man sieht das Handy noch mit drauf. Genau, ja. Es ist am praktischsten, glaube ich, und man postet, weil man will den Zuspruch haben, dass man schön aussieht. Okay, aber man könnte das Handy doch verstecken. Ja, oder? Das verstehe ich auch nicht. Okay, gut, dann sind wir uns einiger Meinung. warum sollte das Duckface als fotografische Strömung gewürdigt werden? Es sollte nicht gewürdigt werden. Meine letzte schnelle Frage. Funktionieren süße Tierfotos zwangsläufig immer? Ja. Also es kommt aufs Publikum drauf an, aber ich glaube bei Frauen schon. Okay, machst du das auch? Wenn der Blog gerade nicht gut läuft, dass du dann... Das muss ich überlegen. Nein, ich glaube nicht. Noch nie? Nein. Okay. Aber danke für den Tipp. Du willst ja die 500 knacken. Ja, ein bisschen Tierbabys posten. Genau. Mach ich. Was, glaube ich, unsere Zuschauer gern wissen würden, bist du ausgebildete Fotografin oder hast du dir das einfach selber beigebracht?
Es war Learning by Doing. Also ich habe mir das alles selber beigebracht, irgendwann die Kamera in die Hand genommen und dann einfach probiert, Sachen angelesen, im Internet nachgeschaut, Tutorials auf YouTube angeschaut und mir das alles selber beigebracht, ja. Okay. Und würdest du sagen, man braucht schon eine fundierte Ausbildung oder ist es besser, einfach rauszugehen und auszuprobieren, Bilder zu machen? Ich finde das Ausprobieren wichtiger, weil ich... Eine Ausbildung ist gut fürs Technische, sage ich. Mhm. Also, dass man weiß, wie die Kamera funktioniert. Aber ich denke mal, das kennen viele von uns, die an so Fotografen-Schaufenstern vorbeigehen. Ja, die Fotografen wissen, wie es funktioniert, aber schön aussehen tut es halt irgendwie dann nicht immer. Und ich finde, dass es schon darauf ankommt, dass man sich damit auch persönlicher auseinandersetzt, das Ganze ausprobiert, schaut, dass das Ganze so natürlich wie möglich rüberkommt. Also, das ist auch mein Aspekt immer bei der ganzen Sache. Und nee, ich bin fürs Ausprobieren. Also okay. Ausbildung schadet nicht, aber ich bin fürs Ausprobieren. Okay. Ja. Wir haben als Redaktion beschlossen, du als Bloggerin hängst ja fast nur im Internet ab. aber es gibt ja auch Leute, wie zum Beispiel die beiden, die ihre Kunst hier live ausüben und vor den Leuten stehen. Warum bevorzugst du das Digitale? Tja, gute Frage. Vielleicht, weil es einfacher ist. Okay. Weil man dadurch schneller viele Leute erreicht. Mhm. Für die Leute, die es konsumieren sollen, ist es einfacher, als dass sie irgendwo hinkommen müssen. Ich komme ja quasi zu denen. Du bist immer erreichbar. Ich bin immer erreichbar. Mhm. Man kann jederzeit auf meine Arbeiten ja auch zugreifen, sich das anschauen. Egal, ob man jetzt vielleicht eine Woche gerade keine Zeit hat, dann schaut man sich es halt danach an. Ist ja immer noch da. Also ist es einfach praktischer. Okay. Mhm. Denkst du dann demnach auch, dass das Internet der neue Ort ist für Kultur? Dass sich die Kultur immer mehr ins Internet verlagern wird? Ich glaube nicht, dass es sich dahin verlagern wird. Das ist vielleicht so ein Add-on quasi, also so was Zusätzliches, weil es sich einfach anbietet und wir wirklich ja alle viel im Internet abhängen. Okay. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Ausstellungen, die wirklich irgendwo vor Ort stattfinden, deswegen aussterben. Okay. Ich habe noch ganz vergessen, wir haben einen kleinen Film von dir. Wie du fotografierst. Ja. Schauen wir uns den mal kurz an und du kannst ja vielleicht dazu ein bisschen sagen, was ihr da gemacht habt, dass man nochmal einen Einblick in deine Arbeit bekommt. Okay. Es war ein größer angelegtes Shooting, also ab und zu lassen. Also ich kenne jemanden aus Nürnberg, einen Kumpel von mir, der fotografiert und filmt auch sehr viel. Mit dem treffe ich mich öfter, um zu brainstormen, welche größeren Ideen wir mal umsetzen können, weil so kleinere Shootings sind einfach mal schnell gemacht, aber ich brauche ab und zu ein bisschen Herausforderung und möchte mich kreativ umsetzen. Und da haben wir ein bisschen gebrainstormt, haben uns dann überlegt, ich würde gerne ein Waldshooting machen. Wir haben ein Model gecastet, sieht man hier, ist die liebe Linda, die haben mich tatsächlich gecastet und sind dann eines Tages in den Wald losgezogen und haben Blätter gesammelt, ich habe ein Kleid gebastelt, in dem die Linda da auch gerade drin steckt und haben fotografiert und der Christopher hat gefilmt. Alles klar. Okay, dann vielen Dank an Bianca Taube. Dann komme ich zu Golden Black Entertainment, das sind Todd und Ricky. Ihr seid seit 2011 zusammen in der Band. Ihr seid außerdem verheiratet. Richtig. Was ich auch spannend finde, du hast deutsch-japanische und du hast amerikanisch-panamanische Wurzeln. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, ihr habt heute hier zum ersten Mal mit einer Live-Band gespielt, richtig? Richtig, ja. Okay. Todd, yes. I've got some questions in English. Okay. I hope it's my English is okay. Your song, Ich bin Hammer. Seriously, how important in life is it to be Hammer? It's very important. you are an expression of who you are through how you dress, how you speak, what you say, how you move. So. You, if you think that way about yourself, then you are Hammer. You think you're cool, you're cool. It's simple. Okay, and it works with everything. So with everything. When I think I'm sad, I am sad. Or pretty much, yeah. Most girls try to become a famous singer. Okay. Why did you start rapping?
Actually, I started making beats. Okay. I make the beats for all of our music, and I just would record myself on my beat, and people encouraged me to keep going, so I did. And he raps, so I just kind of jump on and just kind of rap behind him, but I'm not really a rapper. I really just make, I'm really behind the scenes, but people push me to the, to do this, and I'm not a singer, a great singer, I'm not a great rapper, but I like making music, so I make music. And do you compose the songs? Yeah, this is the first time with the live band, but the actual beat that you will hear on the radio or on iTunes, I make the beats, yeah, for everything. For everything. Yeah. All right. Girl power. It's not many girls. Yeah. You lived and studied in Atlanta for a longer time. Yes. What differences do you mainly see between young people in Germany and in the USA? Honestly? Yeah, honestly. In Atlanta, it's a little bit more diverse, cultural-wise, because a lot of people moved to Atlanta to study, to live, because it's cheaper. And because of that, a lot of different cultures come and it becomes a big booming city, and it's more expressive, there's more people who are willing to express themselves within with their hair or with their makeup or with their clothing or with their music. And here I see it, but not so much. Okay. I see expression, but not as much as Atlanta. It's really extreme there, but that's really what I see the most difference, honestly. Okay. And do you think there are any different types of art the people like? As far as what, like actual art, like paintings, drawings, or? Yes, everything you like to. Yeah, well, since we're in the age of the internet, everything is accessible. So you can get on the internet and Google anything, anyone from across the world, anywhere. So everyone is really tapping into different genres of everything, as far as their art style or fashion, what you guys are speaking about, or music-wise. I know there's a big blend in music styles at this point. I saw this interview about I saw an interview about new R&B and new hip hop and gay rap and like all these random things that come together. So it's a big, it's the age of combining everything, and it's really easy to do that since you can just get on the internet and find whatever you're looking for or inspiration. But as you say, you need a big city where all the cultures come together. Yeah, it's easier. Okay. Yeah. But the internet is something like that. It is. I mean, it's always better to have people surrounding you who can also feel that way and express themselves. But yeah, the internet, it's a social media. It's social. You can meet people online, I guess. But yeah, it's always good to be in a bigger city where they have that. But yeah, you can find that online. All right, thank you. Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen an dich. Ich gehe wieder auf Deutsch, okay? Wo wir jetzt gerade dabei waren, fließen diese ganzen multikulturellen Hintergründe, die ihr persönlich habt, auch in eure Musik irgendwie ein? He's asking if all those multicultural things we got going on are basically also reflected in our music. Oh, definitely. Also sehe ich auch so. Also Glitter auf jeden Fall. Ja, genau. Also wir verbinden, gerade bei dem Song Ich bin Hammer, wo es ganz wichtig ist zu sagen, dass meine Frau die Hook geschrieben hat, die deutsche Hook geschrieben hat. Und sie eigentlich recht wenig Deutsch kann, aber sie war einfach willens, aus ihrer, ja, sag ich mal, Welt, in der sie gelebt hat, rauszugehen und einfach zu sagen, ich mache jetzt mal was anderes. Ja? Auch wenn ich die Sprache nicht so hundertprozentig kann, ich versuche das jetzt einfach, um auch natürlich mich mit Deutschland zu identifizieren und auch da was zu präsentieren, ja, dass auch andere Leute, die nicht Englisch sprechen, verstehen können, ja, auch wenn es jetzt nicht der
liebste Song ist. Ja, es ist ein Party-Song, was auch, muss man sagen, eine Ausnahme ist in der Art von Musik, die wir eigentlich machen. Zum Beispiel später dann noch einen anderen Song, der eigentlich nicht so partylastig ist. Aber es spielt sehr viel eine Rolle, wo wir natürlich herkommen, unsere verschiedenen Kulturen. Also wir wollen natürlich jede Kultur ansprechen, jetzt nicht nur Deutschland, nicht nur Amerika, nicht nur Japan, sondern wirklich versuchen, eine breite Zielgruppe zu erreichen und die Welt zu verbinden. Hört man das auch, also die verschiedenen Sachen, die ihr verbindet? Do you think you hear into our music that actually we try to be multicultural and try to connect all those type of countries? I hope so. That's my goal. To make a new genre by combining them all together. Okay. That's my goal. Es ist natürlich schwer, wenn man was Eigenständiges macht, wird man natürlich erstmal kritisiert, ja, ist gut, ob es schlecht ist oder gut ist. Es ist immer eigene Meinung eines jeden eigenen, ja. Aber wenn man nicht mit dem Strom mitschwimmt, egal was es jetzt ist, dann wird natürlich erstmal abgewägt von der breiten Masse aus, und ist das jetzt, was ich gut finde, oder ist das jetzt was, was komisch wirkt auf mich? Und als Musiker stellt man sich sowieso immer auf die Bühne und stellt sich dem Publikum und ja, steht praktisch nackt da sozusagen. Ja. Und dann muss man sich einfach auf sein Gefühl verlassen und muss sagen, entweder ziehe ich das jetzt durch, ich stehe 100% hinter dem Produkt, das ich mache, und hinter dem, wer ich bin und was ich durchgemacht habe und was ich damit ausdrücken will, und entweder wird es dann angenommen oder nicht. Oder ich sage halt einfach, okay, ich mache jetzt keine Ahnung, ich mache jetzt das, was jeder gerade macht, und passe mich an, damit ich halt angenommen werde in der Szene und halt gute Kritiken bekomme, weil ich Angst habe davor, anders zu sein. Okay. Übertragen jetzt auf die anderen Künste, die hier sozusagen noch vertreten sind, wie seht ihr das? No, definitiv, man sollte schon machen, also man sollte schon dahinter stehen, was man jetzt macht, und man sollte auch 100% dahinter stehen und sagen, das mache ich jetzt, und davon bin ich überzeugt, dass das gut ist, auch wenn es was anderes ist. Ich meine, wenn ich mir jetzt meine Klassenkameraden von damals anschaue, die sind jetzt alle am Studieren, ich glaube, da bin ich vielleicht der Einzige, der jetzt gesagt hat, du, ich fange jetzt nicht das Studieren an, ich werde jetzt für einige Jahre Profikletterer. Das ist auch erstmal was, wo die meisten sagen, hey, das kannst du doch nicht machen, und was machst du denn jetzt? Du musst doch studieren, mach eine Ausbildung, mach doch irgendwas. Und dann sage ich, naja, wieso soll ich das machen, wie mir das alle sagen oder wie das jeder macht? Ich meine, man findet bestimmt auch andere Wege. Mhm. Und also dieses den eigenen Weg finden, wie kann man sich das vorstellen? Also ich finde das sehr schwierig persönlich. Also weil man ist natürlich beeinflusst von tausend Sachen. Es gibt tausend verschiedene Strömungen und tausend verschiedene Sachen, die einem sagen, wie es zu laufen hat. With everything, with music, how do you find your own way to be yourself completely? Okay. Travel, study, learn, live, meet people, talk. Not so much of this, but actually speaking, talking to people, learning different cultures. I think the best way is traveling, because you don't really know what you like until you experience it. Und das, was in der heutigen Zeit auch immer ein bisschen schade ist, dass, wie du schon angesprochen hast, dass das Internet immer mehr eine Rolle spielt, ist, dass wir alle, wenn du dich umguckst, ob es jetzt im Café ist, ob es jetzt im Starbucks ist, ob es jetzt daheim ist, ob es jetzt während man mit seinem Freund am Frühstückstisch sitzt, ist, wir alle starren ständig immer auf unser Handy, weil ja sein kann, dass man da irgendwas verpasst, ja, und die eigentliche Konversation oder der eigentliche Gedanke, den wir damals hatte, als es noch kein Handy gab, noch kein iPhone gab, der geht dann verloren, weil wir verlieren uns immer mehr selbst, indem wir einfach uns auf die sozialen Medien stürzen, und wir denken wirklich, wir können das Ganze nicht mehr leben, und das macht ein bisschen Angst, macht mir ein bisschen Angst, wenn ich darüber nachdenke, dass man sich so abhängig macht von der Industrie, die uns immer mehr beeinflusst, ja, negativ wie auch positiv, ja, und man immer das Gefühl hat, man verpasst was, wenn man nicht 2 Sekunden online ist, ja, und man wird schon ganz nervös, wenn man auf Zigarettenentzug ist oder sowas, ja. Schade irgendwo, weil das Menschliche geht dabei auf der Strecke verloren. Ich finde es interessant, dass du das ansprichst. Also, das ist nämlich
einfach ein schöner Punkt und ich hoffe, deswegen sitzen wir ja auch hier, weil wir irgendwie darüber reden, wie wir es anders machen können oder beziehungsweise was es für andere Wege gibt, sich nicht mehr ständig nur aufs Handy zu fokussieren, sag ich jetzt mal, oder auf meinetwegen auf den Mac oder auf den Computer an sich. Und das ist einfach ein schönes Lebensmodell zu sagen, okay, stopp, ich mache heute mal einen freien Tag zum Beispiel und ich rede mit den Künstlern. Und das ist mir auch einfach begegnet. Also es war eine zufällige Begegnung, die dazu geführt hat, dass ich dieses ganze Kuratorische angefangen habe. Und diese Begegnung ist nicht irgendwie durch das Internet passiert, sondern die ist wirklich durch reellen Kontakt passiert. Also das heißt, ich bin zu den Menschen hingegangen, es hat mir natürlich viel Überwindung gekostet und ich habe dann mit ihnen gesprochen und gefragt, hey, wie sieht's aus, was ist so dein Künstlerkreis etc. Und das muss natürlich weiter gemacht werden irgendwie, also go on and try it. Also einfach mal das Handy weglegen und sagen, okay, vielleicht gehe ich heute mal auf diese komische Party, vielleicht treffe ich ja einen witzigen Musiker und wir können dann irgendwie zusammen nach San Francisco fahren. Und das ist halt so mehr Power in diese Richtung vielleicht. Mhm. Bianca, wie ist das bei dir? Ich habe gerade gedacht, ja, für würde mich war das relativ schlecht. Ne? Ich meine, sozusagen deine Kunst würde ja ohne das Internet gar nicht funktionieren, oder? Meine Kunst würde schon funktionieren, weil ich mich ja hauptsächlich auf die Fotografie beschränke. Was ich natürlich dann trotzdem weiterhin betreiben könnte, mir fehlt halt dann nur einfach das Publikum. Beziehungsweise mir fehlt auch die Resonanz und das Feedback, was ich dadurch ja bisher bekommen habe. Und ja, also bloggen könnte ich dann ohne Internet nicht mehr. Okay. Da denkst du, würdest du dagegen halten und sagen, die Kontakte, die man über das Internet pflegen kann oder die man aufbauen kann und so weiter, sind auch wichtig? Mhm. Also würde ich sagen schon. Ich würde nicht sagen, dass man es unbedingt zu 100% braucht, aber es ist einfach, es hilft einem so vielen Momenten weiter. Also ich habe durchs Internet so viele Menschen kennengelernt, man lernt ja auch mich kennen durchs Internet, meine Arbeiten kennen. Das ist ja so ein Geben und Nehmen. Also die Leute sehen die Bilder. Ich habe durchs Internet ganz viele Anfragen bekommen, ob ich nicht auch fotografieren könnte. Und wie gelangen die Menschen denn sonst zu mir, zumindest jetzt in meinem Level, wenn nicht durchs Internet. Also ich habe keine Ausstellung, ich mache das nicht als Beruf. Das heißt, ich habe auch keinen Laden, wo die Leute zu mir kommen können. Ich bin aufs Internet angewiesen, mehr oder weniger. Okay. Das sind leider relativ viele, ne? Also ich sehe das jetzt bei mir auch, dass ich jetzt immer vermehrt aufs Internet angewiesen bin, weil ich meine, wenn man natürlich jetzt bei sich zu Hause alleine schwer klettert oder so, dann kriegt das ja keiner mit und dann kann man natürlich auch relativ schwer, ich sag mal, davon leben jetzt, wie ich das jetzt im Moment betreibe. Man findet natürlich so auch keine Sponsoren, also ist man natürlich doch aufs Internet angewiesen, um ja, ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit zu bekommen und dann dadurch eben auch ja, seine Berufung quasi auszuüben. Vielleicht so braucht man, um das zusammenzufassen, vielleicht braucht man das Internet oder eben diese Medien, um die ganzen Sachen, die um die eigentliche Tätigkeit rumliegen, sozusagen zusammenzuführen, um das überhaupt ausüben zu können, oder? Ja, und um auch die eigentliche Tätigkeit zu präsentieren. Genau. Das ist auch relativ wichtig. Genau, und man sollte natürlich auch nicht vernachlässigen, was das für Dinge in Bewegung bringen kann. Also ich möchte auf jeden Fall nicht dafür plädieren, dass wir nicht mehr ins Internet gehen oder so. Ja. Weil es sorgt ja natürlich auch dafür, dass es eine größere Bekanntheit erfährt. Und deswegen stellt man sich jetzt eine Ausstellung vor, die nur noch darüber funktioniert, dass die Leute angerufen werden zum Beispiel. Also guter Gott, da kommen dann 3 Leute und von den 20, die zugesagt haben, kommen dann, wie gesagt, ganz wenig vielleicht. Und bei so ist es halt, ich sage nicht, dass es eine verbindliche Zusage ist, die man da macht, weil ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Aber es ist auf jeden Fall eine Bekanntheit, die man darüber generiert. Und die brauchen wir in einer gewissen Art und Weise oder sollten uns vielleicht nicht davor verschließen. Okay. Ich würde das mal als Schlusswort nehmen, noch nicht endgültig, aber ich würde gerne zum nächsten Themenblock weiterkommen. Und dazu würde ich auch das Publikum gerne einladen, dass ihr alle ein bisschen mitdiskutiert. Und zwar ist für mich auch immer die Frage, wenn ich Kunst, ich stecke es schon in das Wort, konsumiere, ist es dann nur Unterhaltung oder muss auch zwangsläufig immer eine Botschaft dahinter stecken? Beziehungsweise wäre es schlimm, wenn Kunst nur Unterhaltung ist. Was meint ihr? Ich finde, Kunst sollte hauptsächlich Unterhaltung sein, oder? Also der Künstler will vielleicht schon damit eine Botschaft vermitteln, aber wenn jetzt jemand Kunst konsumiert, muss er nicht unbedingt immer die Botschaft wahrnehmen. Also
der schaut sich es vielleicht auch einfach nur an, weil es ihm gefällt, ohne jetzt eine bestimmte Botschaft da wahrzunehmen oder wahrnehmen zu wollen. Ja, aber aus Sicht des Künstlers, gerade wenn du jetzt auch gesagt hast, für dich ist es auch selber wichtig, den eigenen Weg zu gehen und dich dadurch irgendwie auch zu definieren und auszudrücken, dann, weiß nicht, turnst du dann in der Luft rum, damit die Leute das anschauen, wie du kletterst zum Beispiel? Ja, viele schauen sich das einfach nur an, weil es halt interessiert zum Beispiel. Also viele von den Leuten, die es noch nie gesehen haben, die schauen sich es einfach nur mal an, um zu sehen, na, wie läuft das, was treibt der immer, wenn er 2 Monate irgendwo in Australien oder in den USA unterwegs ist, okay, ohne jetzt irgendwie davon was zu erwarten. Was sagt ihr? Ich lasse erstmal den anderen das Wort, glaube ich. Is it relevant or what was the question exactly? Does art always have a meaning or can it just be entertainment? I think it works both ways. It's been proven. You have Warhol, who has all these cans of nothing, and really means nothing, but it's the culture that he brought to the front of art. Then you have it the other way, which I think Gaga is trying to do, you know, bring art to the culture, vice versa, make that what is pop at the moment. So it goes both ways, I think. As long as it's relevant, then it's important. As long as you talk about it, it's important. It works both ways equally to me. Auch natürlich, wenn es dich berührt. Also es ist ja so, dass diese Vermischung von U- und E-Kultur ja schon längst passiert ist. Also dass wir zum Beispiel ein Cover von Lady Gaga haben, das Jeff Koons entworfen hat, also ein Plattencover, wo Jeff Koons sich mit Lady Gaga zusammengesetzt hat und praktisch überlegt hat, was könnte jetzt den Leuten gefallen. Also das ist schon längst passiert, diese Vermischung, aber es sollte natürlich von keinem zu viel geben. Ist okay. Hoffentlich die Prämisse, die jungen Leute verstehen lassen. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen, was wäre dann für euch objektiv gesehen gute Kunst? Gibt es überhaupt sowas, wie, dass man objektiv sagen kann, das ist gute Kunst, das ist schlechte Kunst, das ist gar keine Kunst? What is art? It's subjective. That's to your own opinion. Yeah, it's whatever you think is art. We all have a different opinion. We all see life differently. Du kannst jetzt auch hingehen und kannst sagen, das ist Kunst, ja? Eine Palette mit Flaschen leeren, ja, und könnte sagen, oh, wie geil, das ist aber genial jetzt, ja, das muss ein neuer Künstler sein, weil es jetzt hier eine Art Ausstellung steht. Das ist immer, wie sie schon sagt. Jetzt hast du was ganz Besonderes gemacht. Das ist immer meinungsabhängig einfach und jedem gefällt etwas anderes. Der eine findet das gut, der andere geht halt gerne in eine Galerie und schaut sich eine Kunstausstellung an. Aber was ist, wenn man Künste vergleicht, zum Beispiel Volksmusik? Das ist einfach was, glaube ich, es ist ein unglaublich großer Markt, aber bei dem ich selber das nie verstehen kann, wie man das mögen kann. Ich glaube, du musst einfach alt genug sein, um das zu verstehen. Nein, also ich denke auch, verstehe mich nicht falsch, also jedes Musikgenre oder jede Art von Musik oder Kunst hat seine Daseinsberechtigung. Musst du auch mal überlegen, wie viel gibt es denn so viele Leute, die das kaufen? Weil es ihnen irgendwo gefällt, ja, und weil sie sagen, ja, ich fühle das, ob es jetzt der Fakt ist, dass sie vielleicht kein Englisch verstehen, weil sie nicht Country hören können deswegen, ja, weil sie einfach nicht den englischen Anstand verstehen, weil wenn man nämlich Volksmusik vergleicht mit Country, ist das gar nicht so unterschiedlich, ja, und dann sagen, okay, ich verstehe das, ich fühle das, was der Künstler ausdrücken will, wenn er über verlorene Liebe spricht, wenn er über Herzschmerz spricht, wenn er über das gute Gefühl spricht, wenn ich jetzt irgendwo ein Bier mir reinzwisch oder irgend sowas. Also es kann so einfach wie möglich sein, aber wenn es ein Gefühl entfaltet in jemanden, das ist ja das, was der Künstler allgemein, jeder Künstler, der irgendeine Art von Kunst macht, ob es jetzt der Galerist ist, ob es der Blogger, ob es der Blogger ist, ob es jetzt der Musiker ist. Jeder möchte so eine Art Gefühl entfachen bei den Followern, bei den Leuten, die die Ausstellung besuchen, weil kaum einer setzt sich daheim hin und sagt, ja okay, ich mache jetzt mal für 40 Stunden ein Gemälde, weil das will ich mir jetzt einfach ansehen und es gefällt mir so gut und super, das mache ich nur für mich. Das machen die wenigsten. Die meisten sind schon Egozentriker und wollen Follower haben, die wollen Fans haben, die wollen Aufmerksamkeit haben irgendwo, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ist dahingestellt, ja.
Aber alles hat seine Daseinsberechtigung. Und solange es Leute gibt, die das kaufen, die das möchten, die das fühlen, kann man nichts schlecht reden. Ob es jetzt Volksmusik ist, ob es jetzt Rap ist, ob es jetzt Klettern ist, ob es jetzt Bloggen ist über Rezepte, ja, oder ob es über sich selbst ist, ist egal, weil solange man in anderen Gefühlen facht, ist es egal, wo es herkommt. Okay. Ja. Also ich denke mal auch, dann ist es natürlich auch wichtig, was der Künstler selber irgendwie für einen Anspruch da reinsetzt. Was ist bei dir der Anspruch an einen hochwertigen Blog? Ja, ich finde, die Bilder sind für mich sehr wichtig. Es gibt natürlich auch Textblogs, aber ich zum Beispiel lege sehr viel Wert auf gute Bilder. Also wenn schon ein Bilderblog ist, dann auch bitte qualitativ hochwertig. Also keine Handyfotos, unscharf, verwackelt, man erkennt sowieso nichts drauf, außer ein Duckface. Aber das, was du selber machst, also wenn du selber fotografierst. Ja. Wie gesagt, ich lege eigentlich größten Wert darauf, dass, wenn ich jetzt Leute fotografiere, also bezogen jetzt auf meine Shootings, dass die Leute natürlich rüberkommen, so wie sie wirklich sind, man so noch diesen Moment erkennen kann, das ist echt und derjenige hat was dabei gefühlt. Er hat sich wohlgefühlt, wie auch immer, und das ist einfach eher, also nicht irgendwas Plattes, sondern wirklich was Realistisches. Also das ist mein Anspruch, die Leute nicht verfälscht darzustellen zum Beispiel. Okay. Wenn es deine Frage beantwortet, ich weiß nicht. Ja, klar, das ist auch ein Anspruch. Was ist der Anspruch an eine hochwertige Ausstellung? Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, die Frage, was ist gerne. Mit der Kunst? Ja. Da möchte ich einfach zwei Sachen nochmal betonen. Und zwar, man hat natürlich diese gewisse Gefälligkeit, das ist auch eine Debatte in der Kunsttheorie, und man hat diese, wie soll ich sagen, hochanspruchsvolle Kunst, die als Sensor dient. Also einfach die schon Strömungen mitbekommt, die wir noch gar nicht im Bewusstsein haben und deshalb so hochintellektuell in einer gewissen Art und Weise sein kann und gewisse Strömungen auffasst, die wir noch gar nicht verankert haben bei uns, die wir noch gar nicht bemerkt haben. Und deswegen finde ich, ist das auch so eine große Möglichkeit mit Kunst, die natürlich nicht nur gefällig sein muss oder kann, dass sie auch einen Hintergrund haben kann oder muss. Das ist aber nicht so, dass man jetzt reingeht ins Museum und sich dann denkt, okay, wow, ich kann alles nicht verstehen, weil es hat alles einen Hintergrund, aber der interessiert mich nicht oder ich weiß ihn nicht. In erster Linie geht es natürlich für uns darum, ob es uns gefällt. Und da appelliere ich immer an die Leute, gebt dem Ding eine zweite Chance. Also wenn es euch auf den ersten Blick nicht gefällt, geht nochmal vorbei, irgendwie eine halbe Stunde später und vielleicht gefällt es euch dann. Weil es ist ja auch im Leben so, man gibt gewissen Dingen einfach nochmal eine zweite Chance und dann fasst es einen irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Und Musik und Kunst haben so eine besondere Fähigkeit, dass sie nämlich einen ganz tief berühren können und Emotionen in einem auslösen können, wie ich es noch nie mitbekommen habe. Also nur in der Kunst oder in der Musik habe ich das bis jetzt so mitbekommen. Und deswegen ist mein Appell, geht in die Museen und holt euch diese Emotionen. Es ist super, echt. Das war ein Statement. Jetzt würde ich gerne noch mal auf einen anderen Punkt kommen und da frage ich dich, Alex, wie sieht es aus mit Konkurrenz und Leistungsdruck in der Kunst oder in der Kultur? Und ich, ja. Würde ich sagen, gibt es nicht. Ich meine, jeder macht das eine individuelle Kunst oder Musik und da würde ich sagen, gibt es keinen Leistungsdruck. Das ist ja eigentlich eher was man macht, weil es einem Spaß macht und was andere hören, weil es ihnen gefällt. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass man jetzt einen gewissen Leistungsdruck hat oder ein Konkurrenzdenken. Man kann ja nicht sagen, der Rapper ist besser als der. Man kann halt sagen, der macht halt was anderes als der. Aber das heißt ja nicht, dass die jetzt konkurrieren oder dass der eine besser oder schlechter ist als der andere. Aber also es gibt ja, also da du eine Meisterschaft gewonnen hast, nehme ich an, es gibt Meisterschaften. Das heißt, es gibt ja auch irgendwas, Punkte, an denen man vergleichen kann. Und es gibt ja genauso auch Ausschreibungen, wo der eine dann gewinnt oder nicht. Definitiv, aber ich würde sagen, bei der Kunst ist es eigentlich relativ schwer zu sagen, wer jetzt da quasi gewonnen hat oder wer der bessere Künstler ist. Ich meine, im Sport ist es halt relativ einfach. Man hat eine Route, der hochkommt, hat gewonnen, der nicht hochkommt, hat eben nicht gewonnen. Okay. Das ist halt im Sport relativ einfach zu sehen. Das ist für jeden verständlich. Ja. Und in der Kunst ist es halt was ganz anderes. Ich meine, das ist halt sehr subjektiv. Da kann der eine jetzt sagen, na gut, das finde ich jetzt viel besser als das. Und der andere sagt wieder,
Na, das finde ich aber viel besser. Das ist wahrscheinlich genauso, wie du sagst, ich mag keine Volksmusik und deine Oma sagt, ich mag keine Rapmusik. Das ist halt doch, was völlig. Sie mag sie. Sie mag sie. Ja, ja. Na dann. Aber das ist halt doch immer relativ individuell, was jetzt Kunst ist. Für den einen ist es Kunst, für den anderen nicht. Für einen ist das besser, für den anderen eben das andere. Okay. Also in der Kunst und Musik kann man relativ schwer sagen, wer jetzt der bessere Künstler ist. Aber wenn du... Ich fand das interessant, weil du hast ja vorhin gesagt, du kannst dich auch ausdrucken darüber, dass du kletterst. Ja. Wenn du aber, wenn es Wettbewerbe gibt, dann hast du ja auch Konkurrenz. Was macht das mit dir selber? Na, da hat man natürlich schon einen gewissen Leistungsdruck, aber man kann jetzt auch nicht immer sagen im Wettkampf, dass der Bessere gewonnen hat. Manchmal hat er einfach ein bisschen mehr Glück gehabt zum Beispiel. Aber das ist natürlich definitiv so, dass im Sport, dass man einen gewissen Leistungsdruck hat und dass man dann auch ein gewisses Konkurrenzdenken entwickelt. Aber das ist jetzt bei mir im Klettern nie so gewesen oder generell im Klettern nie so, wie jetzt zum Beispiel in anderen Sportarten, wo man relativ viel Geld jetzt verdient. Das ist im Klettern doch eher noch alles freundschaftlich. Also auch wenn man jetzt im Wettkampf unterwegs ist, dann, ne, ist man doch immer auch froh, wenn jetzt ein anderer irgendwas schafft, was man selber nicht geschafft hat. Also das ist nie so ein wirkliches Konkurrenzdenken, dass man jetzt den anderen nichts gönnt. Okay. Gibt es Momente oder gibt es einen Moment, an dem man weiß, man muss aufhören, Kunst zu machen oder Kultur zu machen? In deinem Falle, wann würdest du eine Tour abbrechen? Na, wenn vielleicht alle 10 Finger bluten. Okay. Kommt drauf an. Naja, wenn man sieht, dass es einem irgendwie nicht gut tut. Also das merkt man relativ schnell, denke ich mal. Einmal, wenn es, also im seltenen Fall irgendwie, dass es jetzt körperlich irgendwie dir nicht gut tut, weil es irgendeine Bewegung drin hat, die da halt irgendwie, ja, Schmerzen bereitet oder irgendwas. Aber meistens ist es eigentlich mental, dass man sagt, wenn ich jetzt weiter probiere, diese Route zu klettern oder diesen Boulder zu klettern, dass es einen mental fertig macht. Weil das ist dann, also Klettern ist eigentlich hat relativ viel mit dem Kopf zu tun. Das denkt man eigentlich gar nicht. Man denkt immer, na gut, da muss man halt stark sein. Aber das ist halt, das hat relativ viel mit dem Kopf zu tun, dass man, ja, das ist wie so ein mentaler Kampf manchmal, weil man probiert dann eine Route oder einen Boulder für Ewigkeiten. Also es gibt Leute, die probieren Routen über Jahre hinweg und das ist halt ein mentaler Kampf, dass man jetzt sagt, ich mache jetzt weiter, ich probiere es, weil ich immer noch die Hoffnung habe oder das Gefühl habe, dass ich es hochkomme. Ja. Und da finde ich, muss man halt irgendwann mal abwägen, ob das jetzt noch Sinn macht, weiter zu probieren, weil man eben immer noch das Gefühl hat, man kommt hoch und weil es einem immer noch was gibt. Oder wo man halt am Ende dann sagt, also eigentlich ist es nur noch destruktiv für einen selber, wenn man jetzt weiter probiert. Okay. Gibt es sowas in der bildenden Kunst auch, dass man sagt, ich muss was zum Ende bringen? Also für Künstler wahrscheinlich nicht, weil ich denke, jede Emotion tut einem Künstler in einer gewissen Art und Weise gut. Also gerade wenn es Scheitern ist, kann daraus im nächsten Jahr die extreme Blüte werden. Aber ich denke, bei uns ist es schon so, dass man, wenn man merkt, dass man nicht mehr dass man nichts mehr daraus ziehen kann, sollte man aufhören. Also sobald man keinen Spaß mehr daran hat, und das gilt ja für komplett alles, also nicht nur den Spaß, sondern auch das Engagement, sobald das einfach fehlt und man das mitkriegt, sollte man sich sagen, okay, ich lasse es und mache was anderes. Okay. Weil das kommt einfach in der Ausstellung rüber, das kommt im Kontakt rüber, das kommt bei allem rüber und kein Mensch möchte jemanden, der muffig auf die Arbeit kommt und sagt, ich habe keine Lust mehr. Also von daher wissen, wann gut ist und das irgendwie in sich reinhören und dann aufhören. Okay, jetzt habe ich unglaublich gut den Übergang gemacht, weil wir müssen jetzt auch zum Ende kommen. In der Medienbranche ist es nämlich so, wenn die Set-Aufnahmeleitung sagt, Stopp. Dann sagt der Moderator vielen herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Wir hören jetzt zum Abschluss noch einmal Golden Black Entertainment. Und zwar haben sie exklusiv für uns, das Lied wurde vorher noch nirgendwo veröffentlicht, den Song spielen sie A Bad Dream. Vielen herzlichen Dank. Thank you.
of music. It's making me sick. You said you'd never do this to me. You said you'd never do this to me again. Well, now the shit is over. And I'm about to burn it down, down to the ground. You never.